Hallo, heute zeige ich dir, wie du mit einfachen Dingen eine Lavalampe bastelst. Hier siehst du Fotos von der fertigen Lampe. Du benötigst ein Glasgefäß, Wasser, Öl, Tinte oder Lebensmittelfarbe, eine Brausetablette oder ein Spülmaschinentab und eine Pipette. Alternativ kannst du auch einen Löffel verwenden. Als erstes färbst du etwas Wasser mit Tinte oder Lebensmittelfarbe ein. Nun nimmst du das Glasgefäß und füllst es zu 2/3 mit Öl. Anschließend gibst du 1/3 gefärbtes Wasser hinzu. Jetzt kannst du erkennen, dass das Öl eine Schicht über dem gefärbten Wasser bildet. Dies liegt daran, dass Öl und Wasser sich nicht vermischen lassen. Öl ist hydrophob, also mag kein Wasser, und Wasser ist lipophob, es mag also kein Öl. Wasser hat eine höhere Dichte als Öl, ist also schwerer und sinkt daher nach unten. 1 Liter Wasser hat eine Masse von 1 Kilogramm. 1 Liter Pflanzenöl wiegt nur etwa 0,9 Kilogramm. Warte einen Moment, bis sich das Öl-Wasser-Gemisch beruhigt hat. Nun brauchst du die Brausetablette oder einen Spülmaschinentab. Ein kleines Stück ist ausreichend. Schneide die Tablette einfach klein. Jetzt lässt du die Brausetablette in das Öl-Wasser-Gemisch fallen. Die Tablette sinkt durch die Ölschicht in die Wasserschicht, wo sie beginnt zu sprudeln und sich so aufzulösen. Im Wasser entstehen Gasbläschen aus Kohlensäure, einem Sprudelgas. Durch diese Gasbläschen sinkt die Dichte des Wassers. Es wird quasi leichter. Nun steigen Blasen von Wasser und Sprudelgas nach oben durch die Ölschicht hindurch. An der Oberfläche zerplatzen sie und sinken als Wassertropfen wieder nach unten. Durch die vielen nach oben steigenden und nach unten sinkenden Wassertropfen entsteht der Lavalampeneffekt. Du kannst das Experiment erneut starten, indem du ein weiteres Stück Sprudeltablette in das Gemisch fallen lässt. Viel Spaß beim Nachmachen!